Nun, Dietmar Bartsch, bitte. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist jetzt heute die letzte Pressekonferenz, bevor die Linke einen Bundesparteitag durchführt und dann eine neue Parteiführung hat. Das wird dann eine andere Zeitrechnung sein und die wird mit einem großen Aufschwung für die Linke verbunden sein. Ich will heute zu drei Themen etwas sagen. Als erstes und am umfangreichsten natürlich zu der bevorstehenden MPK und dem großen Thema Corona. Wir sind wieder vor dieser MPK in einer ähnlichen Schleife wie jedes Mal. The same procedure, könnte man sagen. Es ist wieder so, die einen sprechen von Lockerungen, die anderen sprechen von Verlängerung und Verschärfung. Die Gründe variieren ausdrücklich. Jetzt sind es vielfach die Mutationen. Ich will ausdrücklich eins begrüßen, und zwar begrüßen, dass es jetzt einen bundesweiten Stufenplan offensichtlich geben soll. Ich würde das als sehr vernünftig ansehen. Die Bundeskanzlerin hat bereits im letzten Jahr davon gesprochen, dass es so etwas wie Rahmen und Planungen geben muss. Bisher ist das nicht gewesen. Jetzt soll es sein. Das ist gut. Ein einheitliches Pandemie-Regelwerk wäre sinnvoll. Das heißt jetzt nicht, dass über Daten geredet wird, sondern die verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen, von den Inzidenzwerten bis zur Belegung der Krankenhäuser, sollte die Grundlage sein. Ich will aber auch noch mal ausdrücklich, werde das auch am Donnerstag bei der Regierungserklärung machen, kritisieren, dass die Kanzlerin ihre Vorstellung nicht dem Deutschen Bundestag darlegt, sondern danach informiert. Ich finde, das ist ein großes Problem. Die MPK ist verfassungsrechtlich nicht legitimiert und ich sehe, dass es dort auch deshalb eine Vielzahl von Problemen gibt. Ich will drei Beispiele sagen, wo ausdrücklich zu wenig passiert ist bzw. zu wenig passiert. Das erste ist, das ist eine Wiederholung, aber sie ist weiterhin dramatisch, das aktuelle Impfstoff-Debakel, was es gibt. In den USA werden jetzt am Tag 2 Millionen Menschen geimpft, 2 Millionen. Und wir stecken auch in Europa im Impfkeller. Länder wie Rumänien oder Griechenland oder die Slowakei haben inzwischen anteilig mehr geimpft als Deutschland. Und es ist natürlich ein Problem. Wir hatten unlängst einen Impfgipfel, groß angekündigt. Ich frage mich, was sind eigentlich die Schlussfolgerungen? Herr Söder hat danach gesprochen, er wäre jetzt ernüchtert. Ja, das ist aber, glaube ich, das einzige Ergebnis und ich finde, das ist ein bisschen wenig. Die Impfzentren sind an vielen Orten weiterhin leer. Da gab es gute Vorbereitung von den Kommunen in Zusammenarbeit mit den Ländern und jetzt stehen sie leer. Das ist so kaum zu akzeptieren und da erwarte ich mehr Engagement, auch von der dafür Verantwortlichen, nämlich der Bundeskanzlerin. Zweitens zum sozialen Bereich. Ja, der Koalitionsausschuss hat jetzt entschieden, 150 Euro gibt es für die Ärmsten und die Familien. Ja, es gibt überhaupt etwas. Nach einem Jahr Krise ist das aber unseres Erachtens viel zu wenig und keine ernsthafte Hilfe. Ich will auch deutlich kritisieren, dass bei den Hilfen, die Herr Altmaier angekündigt hat, die verschiedenen Raten, das inzwischen wirklich skandalös ist, dass teilweise Novemberhilfen bis heute nicht entsprechend ausgezahlt sind. Und wir haben jetzt ein weiteres Problem, was um sich greift, das ist das gesamte Thema der Schwarzarbeit. Also es ist ja nicht nur der Friseurbereich, da ist es besonders eklatant, wenn man sich anschaut, nicht nur die Spieler der diversen Bundesligen, sondern da kann man sich auch den Bundestag anschauen, da kann man in die Öffentlichkeit gehen. Also offensichtlich ist hier die Schwarzarbeit, greift hier um sich und da muss meines Erachtens dringend etwas getan werden. Ich finde, die Bundesregierung schaut viel zu sehr auf den Wahltag und trifft ihre Entscheidung insbesondere mit Blick auf den September. Das wird ein Problem, weil wir nach der Bundestagswahl dann genau diese Dinge aufkehren müssen. Ich will als drittes einen Punkt auch noch zum Thema Corona ansprechen. Ich habe sowohl Frau Karliczek als auch Frau Giffey ja gehört vor diesem Gipfel. Und ich muss sagen, offensichtlich hat sich bei den beiden auch rumgesprochen, dass Kinder und Jugendliche immer mehr unter dieser Krise leiden, dass viele Familien ausgebrannt sind, gerade diejenigen, die Homeoffice haben, die dann parallel Homeschooling haben. Das ist eine Situation, die kaum noch auszuhalten ist. Es ist gut, dass einige Länder, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Schleswig-Holstein, dort Pläne entwickelt haben, wie wir wieder zu einem anderen Betrieb kommen können. Ich glaube, dass das
ganz, ganz oben stehen muss und dass hier endlich Entscheidungen getroffen werden müssen. Ein zweiter Komplex, zu dem ich mich kurz äußern will, ist die Situation der Wirtschaft. Sie kennen alle die Daten. Der derzeitige Wirtschaftseinbruch, gerade der Exporteinbruch, der kommt natürlich nicht so überraschend. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ist das dann doch insgesamt sehr bedrohlich. Dieser Einbruch trifft nicht nur die deutsche Wirtschaft. Und eines ist ganz klar, das ist nochmal der klare Auftrag, was das Impfen betrifft, dass diese Frage nur global anzugehen ist. Es nutzt dann eben nicht, wenn wir in einigen Regionen schon stark eine hohe Anzahl von Geimpften haben. Nein, wir müssen, es ist eine Pandemie und deswegen muss es auch weltweit angegangen werden. Wir brauchen eine globale Impfgerechtigkeit und das heißt weiterhin, dass wir bei dem Thema Patente, was wir bei dem Thema Produktion in größeren Dimensionen denken müssen. Es ist aus meiner Sicht völlig inakzeptabel, wenn in dieser Situation große Unternehmen Stellen ins Ausland verlagern. Und wir als Linke sagen ganz klar, es ist unverantwortlich, Staatshilfen zu zahlen, wenn, oder andersrum, es darf nur Staatshilfen geben, wenn es keine Verlagerung gibt. Und es muss vereinbart sein, dass es Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherung gibt. Wahrscheinlich kann nicht jeder Arbeitsplatz erhalten bleiben, aber die jetzige Situation, dass große Siemens zum Beispiel, aber auch andere Schaeffler Arbeitsplätze ins Ausland verlegen, sehen wir als sehr, sehr problematisch an, unterstützen ausdrücklich Verdi, die sich ja für ein Mindestkurzarbeitergeld aussprechen. Das ist eine Initiative, die sehr mit der Position der Linken korrespondiert. Wir müssen hier insgesamt in diesem Jahr, spätestens mit Blick auf die Bundestagswahl, den Schalter umlegen. Wir brauchen eine große Steuerreform, wir brauchen einen anderen Mindestlohn, wir müssen den sozialen Ausgleich durch Maßnahmen hier auf der Bundesebene befördern. Als drittes lassen Sie mich eines noch erwähnen, was sehr mit der sozialen Komponente zu tun hat. Ich habe mit einigem Erschrecken gesehen, dass ja, die Bundesregierung stolz verkündet, dass man bei den nach NATO-Kriterien Militärausgaben jetzt bei 53 Milliarden wäre. Und ehrlich gesagt, ich kann das in der Krise nicht nachvollziehen, wie für eine derartige Steigerung Geld da ist und das nicht an anderen Stellen eingesetzt wird. Uns bedroht keine Armee, sondern uns bedroht ein Virus und deswegen mehr Engagement bei dem Thema Gesundheit und weniger, was das Thema Aufrüstung betrifft. Ich will in diesem Zusammenhang auch noch erwähnen, wenn es auch nicht den direkten Zusammenhang gibt, das Thema, was morgen, ja, wozu Herr Scheuer eingeladen hat, die Regionalflughäfen. Ja, wir haben hier ein großes Problem, Länder und auch der Bund sollen sich dort engagieren, kennen das auch aus dem eigenen Bundesland. Mich überrascht immer, wie schnell es denn hier auch in Größenordnungen Lösungen gibt und wie langsam es dauert, wenn wir im sozialen Bereich Schritte machen. Dieser Widerspruch kennzeichnet die Politik der Bundesregierung. Wir werden dazu auch in dieser Woche in den Deutschen Bundestag Anträge einbringen, die das verändern könnten, in der Hoffnung, dass sie zumindest in der Gesellschaft ankommen. Dankeschön. Ja, bitte. Sie kritisieren zu wenig Engagement der Kanzlerin. Sagen Sie doch mal konkret, was müsste man denn ändern, damit es schneller geimpft wird? Und die zweite Frage, die FDK als nicht sozusagen verfassungsgemäßes Organ, was würden Sie denn vorschlagen, was Ihrer Meinung nach besser wäre? Also was die Kanzlerin betrifft, kann ich nur darauf verweisen, dass bereits im vergangenen Jahr diverse Vorschläge gemacht worden sind. Mich stört diese Attitüde, dass alles fehlerfrei gelaufen ist, aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ich nehme jetzt nur mal, um einen Bereich rauszunehmen, den Bereich der Alten- und Pflegeheime. Bereits im Herbst des letzten Jahres wurden auch hier im Deutschen Bundestag von Oppositionsparteien Vorschläge gemacht für Schutzkonzepte für die Pflegeheime. Aber es ist eben sowohl, was die Frage der Tests betrifft, als auch was die Frage der Maskenpflicht betrifft, ist eben viel zu wenig passiert. Und es ist kein Zufall, dass Deutschland in dieser Alterskohorte die höchsten Todesraten hat, nicht nur absolut. Und das hat natürlich auch damit zu tun. Da kann man sich nicht hinstellen und sagen, ich habe mit all dem nichts zu tun. Ich finde, das geht so nicht. Würde ihr auch gut tun, wenn sie dort eine leicht selbstkritische Komponente hin und wieder haben könnte. Und was das Thema Ministerpräsidentenkonferenz betrifft, will ich in großer Ruhe darauf verweisen, dieses Gremium gibt es verfassungsrechtlich nicht. Und ich erwarte zumindest, dass die Kanzlerin ihre Vorstellung vorher
den legitimierten Vertreter, und das sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, mitteilt und debattiert. Es ist doch nicht so, dass irgendwer aus der Opposition glaubt, das alles besser zu wissen. Darum geht es doch überhaupt nicht. Das behauptet auch niemand von sich. Aber dass wir vielleicht Argumente austauschen, und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir die Menschen im Land mitnehmen, dass Transparenz herrscht, dass die Leute nachvollziehen können, welche Entscheidung es gegeben hat. Ihre Position ist ja die, na, ich will vorher nicht meine Position, weil die am Ende nicht so entschieden wird, nicht vorher darlegen. Das, finde ich, geht so nicht. Und es wäre mehr und besser und souveräner, wenn ein anderes Verfahren an den Tag gelegt werden würde. Die FDP, die Grünen und auch die Linken haben ja Kanzleramt und beim Bundestagspräsidenten entsprechende schriftliche Anliegen geäußert, dass die Kanzlerin am 10. Februar redet und nicht danach. Aber so wie ich das einschätze, wird sie unserem berechtigten Anliegen nicht nachkommen. Weitere Fragen? Ich sehe, das ist mal nicht der Fall. Dann danke für Ihr Kommen. Schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön.